Hallo und herzlich willkommen zu ZVEI Nachgefragt aus Frankfurt von der Light and Building, der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik. Das Thema ist Dateneigentum, Datensicherheit und der Faktor Mensch in einer vernetzten Welt. Und darüber spreche ich mit dem Netzexperten Sascha Lobo. Guten Tag, Herr Lobo. Hallo. Ja, die Welt vernetzt sich immer stärker. Welche Rolle spielt darin überhaupt noch der Mensch? Der Mensch spielt in der immer stärker vernetzten Welt natürlich zunehmend die Rolle des Überforderten. Das ist auch völlig in Ordnung, und zwar erst recht im Gebäudekontext. Die allermeisten Menschen wissen ja heute schon nicht, auf wie vielfältige Weise die digitale Vernetzung stattfindet. Selbst wenn man sich auskennt, ist man häufig überfordert. Je näher man herankommt an die digitale Vernetzung, desto mehr begreift man, da ist ein Prozess im Gang, der ganz natürlich die Welt immer komplexer macht. Und das, glaube ich, ist wichtig zu verstehen. Wir haben hier einen komplexen Prozess, den man, wenn überhaupt nur in Ansätzen, wirklich durchdringen kann. Und trotzdem muss er für die Menschen sicher sein. Kommen wir zum Stichwort Smart Home und Building. Ja, da fallen immer mehr Daten an, werden gespeichert und dann auch verwendet. Sehen Sie das problematisch? Grundsätzlich muss man erstmal den Begriff Daten ein bisschen vom Paniklevel wieder runterbekommen. Daten sind etwas völlig Natürliches. Überall fallen Daten an. Und Daten sind auch schon immer quasi der Treibstoff der Effizienz. Ohne Daten gäbe es gar keine Effizienz, weil man nicht messen könnte, was überhaupt wie los ist. Ich glaube also, dass die digitale Vernetzung erstmal eine riesige Chance darstellt. Dabei fallen natürlich Daten oder noch besser Datenströme an. Und diese Datenströme, die haben massive Auswirkungen auf wirklich fast alle Bereiche der Gesellschaft. Jetzt kommt es darauf an, da die Effizienz voranzutreiben auf eine Weise, die den Menschen, der Gesellschaft insgesamt nützt, und zu versuchen, die Bereiche, wo sie Schaden nehmen könnten, so klein wie möglich zu halten und ihn zu vermeiden. Das hört sich so ein bisschen banal an und fast auch einfach. Es ist aber genau das Gegenteil. Es ist hochkompliziert und sehr schwierig, und deshalb muss zuallererst darüber debattiert werden, was man überhaupt tun kann. Wer darf denn eigentlich entscheiden, wem diese Daten, die da anfallen, gehören und wie sie am Ende verwendet werden? Jetzt könnte man natürlich sagen, ach, das muss immer der Nutzer selbst machen. Ich glaube, das ist eine Antwort, die etwas zu einfach ist. Sie ist deswegen zu einfach, weil gerade bei Daten, die ja immateriell sind, nicht ganz klar ist oder nicht immer ganz klar ist, wem was wo gehört. Nehmen wir einfach eine freundschaftliche Verbindung auf Facebook digitaler Natur. Meine Daten gehören mir, na okay, deine Daten gehören dir, auch okay. Aber wem genau gehört jetzt eigentlich das Datum, dass wir beide freundschaftlich verbunden sind? Gehört das Facebook oder mir alleine oder dir? Diese Frage, da merkt man ganz schnell, ganz viele Antworten sind non-trivial. Es ist kompliziert, um jetzt mal Facebook selbst zu zitieren. Und ich glaube, dass der erste Schritt dorthin ist, ein besseres Verständnis von der digitalen Welt zu entwickeln. Das wäre genau die Frage, die da anknüpft. Was kann der Mensch oder wie muss der Mensch selber verantwortungsbewusst mit den Daten umgehen? Ich halte es für die Pflicht, erst recht, wenn man beruflich in den digitalen Sphären unterwegs ist, sich selbst fortzubilden. Und zwar auch über den Tellerrand hinaus. Nicht nur sich auf alten Erfolgsrezepten der jüngeren Vergangenheit auszuruhen, sondern auch zu schauen, was passiert dort gerade. Gerade im Bereich Smart Home, Smart Building haben wir ganz elementare Umwälzungen, was das Datenhandling angeht. Wir haben inzwischen Betriebssysteme für Gebäude und für Wohnungen. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass das eine massive Rolle in der Zukunft spielen wird. Und zwar vielleicht sogar vorbei an den Anbietern, wenn nämlich die Kunden selbst anfangen, entsprechende Produkte sich herauszusuchen. Ich glaube, da muss man dran anknüpfen. Man braucht viel Know-how dafür. Man muss sehr breit aufgestellt sein, was dieses Wissen angeht. Und ich fürchte, es führt nichts daran vorbei, auch selbst mit Versuch und Irrtum an diese Welt heranzugehen. Welche Rahmenbedingungen brauchen wir denn dafür? Es gibt eine ganz einfache, simple Rahmenbedingung, das ist vielmehr das Fundament. Das ist nämlich der massive Ausbau der digitalen Infrastruktur. Deutschland ist da Schlusslicht in Europa, was Glasfaservernetzung ins Gebäude oder bis zum Nutzer angeht. Darüber hinaus kann man leider gar nicht so leicht konkreter werden.
Und der Grund dafür ist, dass wir noch ganz am Anfang dieser Entwicklung sind. Wir sind gerade am Anfang von dem, was die digitale Vernetzung alles kann und machen wird. Jetzt schon zu behaupten, da vorne, da geht's lang, das sind die Rahmenbedingungen, ich weiß ganz genau, wie es passiert, bis hin zur Regulierung, das halte ich für eine Hybris, für eine Anmaßung, weil meiner Meinung nach die großen Entwicklungen in den nächsten 5 Jahren geschehen. Und wer da jetzt schon ganz, ganz, ganz genau weiß, warum man was zu welchem Zeitpunkt machen muss, der ist mir etwas suspekt. Vielen Dank, Herr Lobo. Ja, das war ZVEI nachgefragt aus Frankfurt von der Light and Building. Weitere Folgen von ZVEI nachgefragt finden Sie auf unserer Internetseite.